B1.0. Die Skizze zeigt das Fünfeck ABCDE, das den Grundriss eines Badezimmers darstellt. Es gilt AC sind 6, AE 2,25 und CD 3,60 Meter. Der Winkel CBA ist 90 Grad, BAE 85 Grad, BAC ist gleich groß wie DCA und 36,87 Grad. Runden Sie im Folgenden auf zwei Stellen nach dem Komma. B1.1 berechnen Sie jeweils die Länge der Strecken AB und BC. Zuerst markieren wir mal in dieser Skizze, welche Strecken alle gegeben sind. Wir haben die Strecke AC mit 6 Meter, wir haben die Strecke AE mit 2,25 Metern, die Strecke CD mit 3,6 Meter, zusätzlich den Winkel CBA, das ist ein 90 Grad Winkel, der BAE, das ist dieser hier mit 85 Grad und der BAC, das ist der hier mit 36,87 bzw. der hier ist genau gleich groß. Schauen wir uns jetzt die Strecken an, die berechnet werden sollen. Einerseits AB und dann noch zusätzlich BC. Die Strecke AB liegt im Dreieck ABC und dieses Dreieck ist rechtwinklig und dann können wir sofort daraus erkennen, man braucht entweder den Sinus, Cosinus oder Tangens. Diese trigonometrischen Winkelfunktionen finden wir auf der Seite 39 in der Formelsammlung. Und überlegen jetzt, welche davon wir gebrauchen können. Was kennen wir also in diesem Dreieck ABC? Na, die Seite AC ist bekannt, das ist die Hypotenuse, weil sie gegenüber vom rechten Winkel liegt. Und zusätzlich kennen wir den Winkel BAC mit den 36,87 Grad. Wenn wir jetzt die Strecke AB berechnen wollen, dann ist das eine Kathete, die an diesem Winkel hier anliegt. Also die Ankathete ist gesucht, ein Winkel kennen wir und die Hypotenuse ist auch bekannt. Also schauen wir in der Formelsammlung nach, welche dieser drei Winkelfunktionen funktioniert mit der Ankathete und der Hypotenuse. Und dann sehen wir sofort, das muss der Cosinus sein. Sinus und Tangens fallen also weg. Und dann können wir die Strecke AB wie folgt ausrechnen. Der Cosinus des Winkels BAC ist gleich die Länge der Ankathete, also in dem Fall AB, geteilt durch die Länge der Hypotenuse und das ist AC. Setzen wir die bekannten Größen ein. Cosinus von 36,87 Grad ist gleich unsere unbekannte AB geteilt durch AC mit 6 Metern. Jetzt müssen wir die Gleichung nach AB auflösen, deswegen multiplizieren wir die komplette Gleichung mit 6, dann verschwindet diese 6 hier im Nenner und wandert als Multiplikation auf die linke Seite. Ich drehe die Gleichung auch noch gleich um. Fangen mit AB an, ist gleich jetzt 6 mal Cosinus von 36,87 Grad. Das kann ich jetzt ganz normal in den Taschenrechner eingeben und erhalte dann die gesuchten 4,80 Meter. Gleiches Spiel mit der Strecke BC. Ja, hier kann ich zwar die Strecke AB markieren, weil die jetzt auch bekannt ist. So, wie kriege ich jetzt die BC? Da gibt es jetzt viele Möglichkeiten. Wir haben hier ein rechtwinkliges Dreieck. Entweder ich nehme den Winkel nochmal her und das ist die Gegenkathete dazu und setze den Sinus an. Oder ich habe hier das rechtwinklige Dreieck. Zwei Seiten sind bekannt, die dritte ist gesucht. Also funktioniert hier auch der Satz des Pythagoras. Ich setze jetzt in diesem Fall den Pythagoras an und rechne dann die Strecke BC wie folgt aus. Die Hypotenuse zum Quadrat, das ist die Strecke AC, ist gleich, das ist die Hypotenuse, Kathetequadrat plus Kathetequadrat. So, setze ich wieder die bekannten Größen ein. AC waren 6,0 Meter, also 6 Quadrat, ist gleich AB, haben wir hier ausgerechnet, mit 4,8 Metern, plus die unbekannte BC zum Quadrat. Jetzt muss ich noch umformen. Damit BC Quadrat hier alleine steht, bringe ich die 4,8 Quadrat auf die linke Seite.
mit minus 4,8 zum Quadrat. Ich drehe die Gleichung noch um, damit BC auf der linken Seite steht. Dann habe ich 6 Quadrat minus 4,8 Quadrat. Dieses Quadrat bei BC löse ich auf, indem ich die Wurzel ziehe. Und dann folgt daraus, BC ist gleich die Wurzel aus 6 Quadrat minus 4,8 Quadrat. Das kann ich jetzt in den Taschenrechner eintippen und bekomme für BC die Länge, die oben angegeben war, nämlich die gesuchten 3,60 Meter. Damit habe ich beide Streckenlängen ausgerechnet.